Meine Beziehung bekam irgendwie nie die Starterlaubnis. Aber wenigstens bin ich nicht die Einzige in der Familie, die nicht verheiratet ist. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich bin verlobt. Ich kann nicht als Single zur Hochzeit meiner Schwester kommen. Wenn du einen Mann brauchst, den kann ich dir besorgen. Einen Mann brauche ich nicht. Ich brauche einen Ehemann, einen potenziellen. Und das in einem Monat. Heirate Gail. Wenn sie aufhört, sich zu rasieren, hat sie in einer Woche ein Bart wie Steve Harvey. Sie hat nicht mehr genug Zeit, jemand Neues kennenzulernen. Also warum nicht auf eine Ex zurückgreifen? Wenn einer deiner Ex-Freunde in den nächsten Wochen irgendwo hinfliegt, dann erfahren wir davon. Das stimmt. Wir haben Tanja am Ticketschalter. Kelvin vom Quick-Check-In. Und Cedric von der Security. Nehmen Sie alles aus Ihren Taschen raus. Sogar die Taschen aus Ihren Taschen. Wir haben 30 Tage und 30.000 Meilen. Ich hab was für dich. Die hier. Mit Cranberry-Geschmack. Für die Feiertage. Hey! Hey! Einer deiner Ex-Freunde fliegt von Los Angeles nach Houston. Montana. Langston. Montana. Curtis. Das ist Juicy. Entschuldige, sie ist eifersüchtig. Du musst in einer Stunde am JFK sein. Ich war sicher nicht zum Haus dieses Mannes. Weißt du, wie bescheuert ich wirken würde? Hallo? Ich bin in der Mülltonne. Bist du verrückt? Hallo. Aus dem Weg. Weg. Montana Moore. Damon Diesel. Wow, du hast dich echt gemacht. Damon? Wer ist das? Damon! Ich wohne hier gar nicht. Das ist Ihre Wohnung. Ich kann mir sowas nicht leisten. Mach sofort die verdammte Tür auf! Die ist verrückt. Mach auf, mach auf! Mach auf, mach auf, mach auf! Ich sag doch, die ist verrückt. Verrückt! Verrückt! Du warst dein Leben lang unabhängig. Warum willst du das ändern? Weil ich gern die Frau von jemandem wäre. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Selbstmitleid, Montana. In einer Woche vielleicht. Wenn du die Liebe findest, und das wirst du, lass sie nie wieder gehen. Schätzchen, was machst du denn? Er wollte nur ein Betthäschen für seine Auslandsreisen. Er hätte für seine Reisen ein intergalaktisches Betthäschen kriegen können. Cedric! Niemand rührt sich vom Fleck! Ich habe kein Privatleben! Und darum alle Zeit, ihm ihr Leben zur Hölle zu machen! Was soll das werden, Bruder?